Heute zeigen ich und mein Blindführhund Sam, den ich gerade ausbilde, wie man mit einem Führhund mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof kommt und sicher mit Zügen reisen kann. Sam ist ein einjähriger Königspudel mit ungewöhnlichem weiß-grau geflecktem Fell. An meinem Gartentor fängt's an. Mein Hund setzt sich, damit ich sein Fürgeschirr einfach anziehen kann. Dann steht er auf, damit es leichter ist, die Schnalle unter seinen Bauch zu schließen. Dann geht's los und Sam führt mich die Straße entlang. Als wir dann rechts abbiegen wollen, hält Sam am Bordstein an, damit ich nicht stolpere. Nach einer Weile kommen wir zu einer Rampe. Um mir Bescheid zu sagen, dass wir jetzt scharf nach unten laufen, hält er kurz an. Er macht das auch, wenn auf dem Weg Bodenunebenheiten sind. Weil es bis zum Bahnhof so eine lange Strecke ist, lasse ich Sam erst sein Geschäft erledigen und im Freilauf spielen. Er wartet ruhig, als ich sein Geschirr ausziehe. Er lauft dann weiter bei Fuß, obwohl ich ihn abgeleint habe, und rennt erst los, als er den Befehl Lauf hört. Ich kann ihn immer leicht zurückrufen, und als er bei mir angekommen ist, berührt er meine Hand und setzt sich von alleine vor mir hin. Jetzt spielen Sam und ich mal kurz, damit er extra Energie ablassen kann. Wieder im Fürgeschirr laufen wir eine Hauptstraße entlang und wollen rechts über die Straße. Auf Kommando sucht Sam eine Lampe und führt mich dann vorsichtig zum Bord. Als ich höre, dass keine Autos mehr kommen, gebe ich den Befehl rüber und wir überqueren sicher die Straße. Zum Bahnhof müssen wir erst die U-Bahn nehmen. Da führt er mich sicher am Abgrund vorbei und lässt mich nicht über die weiße Linie laufen. Bald ist die U-Bahn da und Sam bringt mich zur Tür, wo er kurz anhält und dann für mich eine Sitzgelegenheit sucht. Endlich am Bahnhof müssen wir erstmal einen Lift suchen. Und das macht er super. Rolltreppen sind eine große Gefahr für ein Gespann und Treppen sind manchmal keine da. Oben an den Gleis muss ich erst einen Automat finden, um Geld zu holen. Und Sam führt mich an den Menschen vorbei zu dem ersten Automat, den er sieht. Danach möchte ich meine Bahnkarte kaufen und mein Hund zeigt mir wieder, wo ich das machen kann. Sam führt mich jetzt zu einem Briefkasten und zeigt ihn an, indem er mit seinen Vorderpfoten hochspringt. So weiß ich genau, wo ich meine Briefe reinschmeißen kann. Ich habe aber noch lange Zeit, bis mein Zug ankommt und will erst mal was einkaufen. Sam führt mich also durch die dicke Menschenmenge und wenn er Zugtür hört, bringt er mich direkt ins nächste Geschäft. Weil ich mich auch mal frei ums Geschäft rumbewegen will, sage ich ihm, er soll ruhig bleiben. Und er wartet brav, bis ich fertig eingekauft habe. Dann führt er mich zum Schalter, wo ich bezahlen kann. Sam hat mich so zackig überall rumgeführt, dass wir immer noch locker Zeit haben. Sam und ich laufen gemeinsam zum Café.
Ich esse ein Stück Kuchen und Sam wartet ruhig neben mir. Jetzt ist es soweit. Er führt mich zur Treppe und hält an, um den Beginn der Stufen anzuzeigen. Ich sage weiter und er läuft langsam mit mir die Treppe runter zum Gleis. Am Gleis zeigt er wieder mal Abgrundverweigerung, indem er die weiße Linie nie überquert, auch wenn ich ihn im Geschirr schiebe. Er widersteht dem Druck, indem er sich dagegen lehnt. Wenn ich die Sicherheitszone direkt anlaufe, biegt er rechts ab. Wenn ich sage, er soll rechts oder links abbiegen, während wir neben dieser Zone stehen, die er meiden muss, ignoriert er meine Befehle. Jetzt sage ich ihm, er soll eine Bank suchen und wir setzen uns hin und warten auf unseren Zug. Als er angekommen ist, führt Sam mich zur Tür. Ich nehme ihn an die Leine, als wir einsteigen, weil die Stufen in Zügen so groß sind, dass er im Geschirr springen müsste. Auch im Zug führt er mich um Hindernisse herum und zeigt kleine Stufen für mich an. Dann sucht er mir eine Sitzgelegenheit und wir machen es uns bequem. Als wir endlich angekommen sind, bringt er mich wieder zur Tür und führt mich raus, am Abgrund vorbei und wir sind sicher an unserem Ziel angekommen. Danke, Sam! Für mehr Informationen besuche Sie bitte www.ichfuerdich.de.